Ja, hier ist Flips mit dem Review zu Rogue One, A Star Wars Story. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. Rogue One, A Star Wars Story ist endlich draußen und Lucasfilm macht damit seine ersten Gehversuche an abgeschlossenen Filmen, das heißt Filme, die für sich stehen und keine Fortsetzung bekommen sollen. Die Frage, die mich am meisten interessiert hat, war natürlich, taugt der Film was, denn Regie führt Gareth Edwards, das ist ein ehemaliger Special-Effect-Künstler, der dann zum Regiefach gewechselt ist, der hat dann so einen Indie-Film namens Monsters gedreht und dann hat er das Remake von Godzilla gedreht, das ich ehrlich gesagt so halb gelungen fand, also Gareth Edwards hat einen ziemlich guten Blick für Bilder und er kann auch Effekte wirklich cool inszenieren. Ich finde allerdings, dass also die ganzen Schauspielszenen sowohl in Monsters als auch bei Godzilla eher so mittelmäßig waren. Die ganzen Sachen bei Godzilla zwischen den Soldaten und sowas fand ich eher so ein bisschen Fremdschämen. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, weil es hieß ja, Rogue One soll ja quasi das War zurück in Star Wars bringen. Die Sorge war allerdings unbegründet, denn Gareth Edwards ist auch einer der größten lebenden Star Wars Fans und auf der Star Wars Celebration im Sommer hat er unter anderem erzählt, dass er, als er jünger war, extra an die Drehorte nach Tunesien gereist ist, also vom ersten Star Wars Film, und er hat sich dann extra, um stilgerecht blaue Milch wie in Star Wars trinken zu können, hat er sich extra Lebensmittelfarbe mitgenommen, damit er da vor Ort sich die Kulissen oder das, was davon übrig ist, angucken kann, um davor blaue Milch zu trinken. Außerdem ist bei einem so großen Franchise der Regisseur natürlich nicht mehr der Einzige, der mitzureden hat, und 2013 wurde bei Lucasfilm ja der Star Wars Story Trust, also die Star Wars Story Group, gebildet, die quasi die gesamte Mythologie seit dem Neustart neu konzipieren. Das heißt, die überlegen sich, welche Sachen sind jetzt noch Kanon, was hängt wie zusammen und in welche Richtung soll sich die gesamten Star Wars Filme bewegen, und das spielt natürlich auch mit rein. Das heißt, da gibt es mehrere Leute, die darauf achten, dass nicht ein Regisseur kommen kann und plötzlich alles durcheinander wirft. Als unbegründet haben sich die ganzen Befürchtungen um die Nachdrehs, die ja im Sommer stattgefunden haben, erwiesen. Denn ja, es wurde nochmal, um das Ende so ein bisschen runder zu kriegen, nachgedreht. Aber ich finde, das hat dem Film durchaus gut getan. Lucasfilm war die erste Fassung wohl tatsächlich noch ein bisschen zu düster und man hat noch ein paar Szenen nachgedreht, um ein bisschen mehr dieses Abenteuer-Feeling reinzubringen. Aber man muss festhalten, Rogue One ist wohl trotzdem der düsterste Film der Reihe geworden. Was mich aber nicht stört, denn er wirkt stimmig und die humorvollen Elemente entspringen den Figuren und der Situation. Und es sind jetzt keine so unangenehmen Unterbrechungen wie die CGI-Slapstick-Einlagen aus den Prequels oder aus den Remastered-Versionen von Star Wars. Spoiler! Vorsicht, ab jetzt werde ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann würde ich sagen, geht ihr jetzt raus, guckt euch den Film an und kommt dann wieder zurück und guckt das Video weiter. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann könnt ihr beruhigt weiterschauen. Düster ist der Film natürlich deswegen, weil er einfach ein Himmelfahrtskommando, also quasi ein Selbstmordkommando schildert. Das dreckige Dutzend im Weltall von einer Gruppe von ein paar Rebellen, die losziehen, um die Baupläne des Todessterns zu stehlen. Und ja, wie wir ja schon aus Episode 4 wissen, dabei haben auch etliche ihr Leben gelassen. Rogue One liefert also die Grundlage, denn ohne diese Pläne hätte Luke überhaupt nicht gewusst, wo er da quasi hinschießen soll. Aber der Film erklärt noch eine andere Sache und beendet damit so quasi diese 40-jährigen Witzeleien darüber, dass das Imperium halt so blöd war und diesen einen Schacht da irgendwie reingebaut hat, wo man nur ein Torpedo reinschießen muss und pff, fliegt alles in die Luft. Dank Rogue One wissen wir jetzt, it's not a bug, it's a feature, und das Ganze wurde absichtlich in den Todesstern eingebaut von dem Erbauer des Todessterns, der von Mads Mikkelsen gespielt wird. Der ist allerdings nur eine von ganz vielen Figuren, die in Rogue One mitspielen. Wenn es so etwas gibt wie Hauptrollen, dann wären wohl das noch am ehesten Jin und Cassian, aber natürlich auch der Rest der Rebellentruppe. Und was ich an dem Film mag, ist, dass er sich wirklich eine ganze Menge Zeit lässt, diese Figuren auch erstmal vorzustellen und zu zeigen, wie sich diese Gruppe zusammenfindet. Denn es geht nicht sofort mit einer Action-Szene los. Es ist nicht der Film, der ab Minute 1 gleich wilde Ballereien zeigt, sondern wir kriegen erstmal die neuen Rebellen vorgestellt und merken, dass die Rebellen auch ein bisschen Dreck am Stecken haben. Für mich wirkte Cassians erste Szene, in der er ganz kaltblütig einen verängstigten Informanten abknallt, fast wie so ein Mittelfinger an George Lucas und die ganze Han-Shot-First-Debatte, denn bei Cassian ist klar,
er hat auf jeden Fall zuerst geschossen. Und das zeigt halt auch, dass die ganze Rebellion halt moralisch auch nicht immer so einwandfrei ist. Und was ja schon bei Episode 7 angefangen wurde, ist zu zeigen, dass halt die Stormtrooper auch Menschen sind. Und in dem Film hier gibt es auch ganz viele kleine Szenen, in denen man einfach sieht, wie sich die Stormtrooper mal so über belangloses Zeug miteinander unterhalten, ehe sie dann plötzlich von den Rebellen im Dutzend abgeknallt werden. Und ich mag das ziemlich gerne, dass man halt so ein bisschen moralisches Unterfutter gibt und halt zeigt, ja, es sind die Bösen, aber es sind halt auch irgendwo Menschen, die da im Dutzend gekillt werden. Optisch fand ich das Ganze sehr geil, also viele sehr schöne Panoramabilder, die sind mit Ultra Panavision 70 Linsen gedreht worden. Das macht ordentlich was her und die Kampfszenen zwischendurch haben so einen ein bisschen wackeligen Handkameralook, der aber trotzdem halt nicht den ganzen Film dominiert, sondern es gibt halt auch wirklich schönes Augenfutter. Das gefällt mir gut und dass der Film so ein bisschen das Selbstbewusstsein hat, nicht jede Star Wars Klischee zu erfüllen. Manche haben sich ja darüber beschwert, aber ich fand es ehrlich gesagt ziemlich cool und auch sehr selbstbewusst, dass es einfach den typischen Star Wars Crawl nicht gab und dass es auch keine Star Wars Fanfare gab am Anfang. Das mag ein paar Fans stören, aber ich glaube, es zeigt irgendwie ein gutes Selbstbewusstsein von Lucasfilm, dass sie halt sagen, wir müssen nicht jedes Mal so den Fan-Knopf drücken und quasi Leute schon damit an Bord holen, dass sie halt diesen Crawl und diese Fanfare kriegen, sondern wir sind eigenständig genug, dass wir das Ganze auch ein bisschen variieren können und auch das typische erste Bild, was in jedem Star Wars Film drin ist, dass sich halt von oben irgendwie ein Sternzerstörer oder ein Raumschiff ins Bild schiebt, das wird hier so ein bisschen variiert und das hat mir ziemlich gut gefallen. Wobei der Film natürlich voller Fanservice ist, das muss man auch sagen, er spielt ja quasi 5 Minuten vor Episode 4 und es hat mich nicht gestört, den Kollegen Nils, der hat sich so ein bisschen daran gestört, dass halt zu viele kleine Auftritte und zu viele kleine Momente waren, die man halt aus Episode 4 kennt. Es gibt da so eine Szene, wo halt die Helden dann irgendwie durch die Straßen rennen und rempeln dann plötzlich Ponda Baba und Dr. Cornelius Eversan an. Das sind die beiden, die sich da mit Luke damals in der Bar angelegt haben und die von Obi-Wan dann zur Ordnung gerufen werden mussten. Ich fand diese kleinen Momente ganz schön, ich fand, sie haben nicht gestört, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Was man nicht machen sollte, ist mit zu viel Logik an die ganze Story rangehen, denn auch wenn die emotionalen Momente und das soweit schon ganz gut funktioniert und die Dynamik zwischen den Figuren auch, die reine Story ist natürlich wieder so ein bisschen holprig, aber das war ja bei den alten Filmen auch so, das war ja auch bei Episode 7 so, dass es immer darauf hinausläuft, dass man irgendetwas, irgendein MacGuffin jagen muss, irgendwie die Pläne des Todessterns oder irgendwelche anderen wichtigen Pläne und dass es anscheinend weiterhin im Star Wars Universum kein Internet gibt, wo man das Ganze einfach mal so als Dateianhang rüberschiebt und weitermailt. Das heißt, es gibt immer noch sehr klobige Festplatten oder Festplattenrekorder und es scheint nicht möglich zu sein, Daten außer wirklich physisch irgendwo rauszunehmen, zu transportieren, beziehungsweise nur über ganz kurze Strecken. Und das, was die Rebellen da zum Schluss machen, ist auch so mittellogisch. Aber mein Gott, es ist Star Wars und da kann die Logik auch mal einen kleinen Moment Pause machen. Wobei ich am Ende tatsächlich mehrfach grinsen musste, denn eine ganz wichtige Rolle spielt im Finale ja das Schutzschild um den Planeten und dass man tatsächlich nur durch so eine ganz kleine Luke irgendwie reinfliegen kann und die Idee ist 1:1 Spaceballs. Also falls ihr jemals Spaceballs gesehen habt, ich glaube, ein Sternzerstörer verwandelt sich zwar nicht in eine Weltraumputze, aber ansonsten gibt es da durchaus Parallelen und ich bin mir nicht sicher, ob die beabsichtigt sind. Und noch etwas, das ein bisschen für Diskussion gesorgt hat unter uns nach dem Film, das war halt die Entscheidung, zwei Figuren des Films, zwei klassische alte Figuren, digital neu zu beleben. Und damit meine ich nicht Jimmy Smith als Prequel-Übernahme Bail Organa und Genevieve O'Reilly als Mon Mothma. Die stören mich überhaupt nicht. Die sind übrigens auch echt, die sind nicht digital. Aber dass Grand Moff Tarkin digital reanimiert wurde, das muss man sich erstmal ein bisschen schön gucken. Peter Cushing ist ja leider 1994 gestorben und ich bin sehr gespalten, was das angeht, weil einerseits fand ich es ziemlich gut, weil es macht schon Sinn, dass er einfach eine wichtige Rolle in diesem Film spielt, weil er natürlich der Oberaufseher vom Todesstern ist. Deswegen ist es schon ganz okay, dass er mitmacht, aber immer wenn er im Bild ist und man sieht halt diese sehr digital aussehende Figur, dann überlegt man doch kurz, ob es nicht besser gewesen wäre, das Ganze neu zu besetzen. Denn gerade wenn diese digitalen Double neben normalen Schauspielern stehen, dann merkt man immer, dass sie ein bisschen zu viel animiert sind, die Augen bewegen sich ein bisschen zu viel und es tut sich zu viel, weil wenn Ben Mendelsohn quasi neben dem digitalen Cushing steht, da merkt man, dass sich in dessen Gesicht einfach immer viel weniger tut als in dem digitalen Double und mich hat so ein bisschen irritiert,
Dass das Ganze am Ende dann nochmal mit einer Figur gemacht wird, fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil das ist 3 Sekunden Screentime, da war das okay. Und noch ein kleiner Kritikpunkt, Darth Vader. Ich finde ja, die Stimme, ist es im Original wieder James Earl Jones, ist wie immer super. Die Rolle, die er da spielt in dem Film, die Szenen sind eigentlich auch okay. Ich fand leider, und da könnt ihr vielleicht nochmal drauf achten, wenn ihr euch den nochmal anguckt, ich fand den physischen Darsteller, der in dem Darth Vader-Kostüm steckte, leider nicht so gut, weil der hat mir so ein bisschen zu viel Swag gehabt. Der ist ein bisschen zu viel, hat ein bisschen zu viel Hüftschwung gehabt und wirkte mir einfach zu agil, weil David Prowse, der die Rolle halt früher gespielt hat, war halt schon ein sehr klotziger, unbeweglicher Typ, der halt sehr theatralisch gestikuliert hat und ich finde, das hat der Typ, der da in dem Kostüm steckte, leider nicht so gut hinbekommen. Ist ein ganz kleiner Makel, aber ja, als Star Wars Geek hat es mich halt ein bisschen genervt. Ein großer Pluspunkt des Films ist allerdings der neue Bösewicht Director Orson Krennic, gespielt von Ben Mendelsohn. Ich mochte den wirklich extrem gerne. Das ist so ein Emporkömmling, so ein Karrierist, so jemand, dem es ganz wichtig ist, dass der Imperator auch weiß, hier ich habe das irgendwie gemacht und der unbedingt Karriere und Imperium ganz nach oben kommen will. Ich finde, der unterscheidet sich sehr wohltuend von Darth Vader, von dem Imperator, von den anderen Schurken, die wir kennen. Die sind halt alle so überhöht und das sind halt so eine mythischen, epischen Bösewichte. Und Krennic ist halt wirklich so ein kleiner, schmieriger Karrierist, der sich immer noch freut, dass er immer noch dabei ist, selbst wenn Vader ihm halt quasi halt die Luft abgedrückt hat, der dann immer noch grinst, yay, aber ich hab immerhin noch meine Stelle. Und er ist trotzdem bedrohlich, man kann ihn trotzdem gut hassen und er hat mich so ein bisschen ja an Christoph Waltz in den Glorious Bastards erinnert, auch wenn die von der Mentalität noch ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ich fand das eine ziemlich coole Bösewichtrolle und ja, das war für mich eines der Highlights in Rogue One. Der Film ist ja der erste Star Wars Film, für den nicht John Williams die Musik komponiert hat, sondern Michael Giacchino. Und ich fand, das hat er schon ziemlich gut gemacht. Er zitiert Williams natürlich an einigen Stellen, aber er verlässt sich jetzt nicht drauf, ständig nur die klassischen Star Wars Themen zu plärren. Und gerade bei den Action- und bei den düsteren Szenen, finde ich, macht er das auch ganz gut. Hat dann sehr eigenen Stil. Bei den emotionalen, rührseligen Szenen war es mir dann mal ein bisschen zu viel Geige und Pathos und ein bisschen zu 0815. Da fand ich die Motivarbeit, die John Williams normalerweise in seinen Scores drin hat, ein bisschen interessanter, aber trotzdem immerhin ein guter, solider Score für Rogue One. Ich habe den Film zweimal gesehen, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Wermutstropfen war für mich mal wieder die Synchro, die ich von den Charakteren her, von den Stimmen, die ausgewählt wurden, nicht so wahnsinnig passend fand. Leider, also gerade was die Hauptrolle, was Jyn angeht, die klingt so ein bisschen tussig in der Synchro-Fassung, was finde ich im Original gar nicht so gegeben ist. K2SO, der ziemlich coole Droide, der wirklich eines der Highlights des Films ist und der wirklich eine Art von trockenen Witz reinbringt, wirkt in der deutschen Synchro so ein bisschen mehr Comedy-mäßig, hat mehr so eine lustige Stimme gekriegt. Im Original ist er so ein bisschen rauer, so ein bisschen rotziger, wirkt so ein bisschen cooler einfach. Ist ja Alan Tudyk, der den im Original gemotion-captured hat. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Die Synchro ist, ich denke, sie ist okay, aber im Direktvergleich gehen halt auch ganz viele Nuancen verloren, weil das ist hier eine sehr bunt gemischte Rebellentruppe und die sprechen alle mit chinesischem Einschlag, mit südamerikanischem Einschlag und das geht alles in der Synchro verloren, da sprechen die halt alle normales Deutsch und das lässt es einfach so ein bisschen weniger lebendig wirken. Das ist wie immer ein bisschen schade. Das war jetzt mit den Vorwürfen und Befürchtungen von rechts und von den Nazis, die gesagt haben, das ist ein liberaler Propagandafilm. Das ist natürlich ziemlich Blödsinn, also eine Frau spielt halt eine wirklich wichtige Rolle, ansonsten sind halt ein paar mehr Frauen zu sehen, ist auch schön, dass Frauen jetzt mal bei den Rebellen als Piloten zu sehen sind, das ist alles ganz cool, aber man muss immer noch sagen, es ist halt eine weibliche Hauptrolle, neben einem fast gleichberechtigten männlichen Darsteller und dazu sind die restlichen Rebellen dann halt auch irgendwie alles Männer, also wo man da jetzt Femi-Nazi-Propaganda sehen möchte, weiß ich nicht und auch ansonsten, der Film ist nicht Anti-Trump oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich relativ unpolitisch. Insofern, Leute, beruhigt euch. Unterm Strich hat mir der Film wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil diese Star-Wars-Story-Filme, die zeigen halt, dass Star-Wars auch funktionieren kann, ohne Star-Wars-Fanfare, ohne Intro-Scroll, ohne Lichtschwertduelle und ohne Jedis. Ja, es gibt auch kaum Jedis im Film und es fühlt sich trotzdem irgendwie düsterer, aber trotzdem noch nach Star-Wars an. Und wenn sie es schaffen, das handwerkliche und das schauspielerische Niveau zu halten, dann freue ich mich jetzt schon auf die Standalone-Filme zu Han Solo und Boba Fett und zu Obi-Wan Kenobi. Habt ihr Rogue One schon gesehen und wie hat er euch gefallen? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ihr könnt natürlich noch weiter gucken.
gucken, denn wir haben hier noch die erste Folge von Flipstar. Klickt ihr doch jetzt hoffentlich bitte drauf und guckt euch die an. Und wir freuen uns auch wirklich, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns teilt. Wir sind gerade gestartet und wir brauchen dann noch eure Unterstützung. Deswegen abonnieren und teilen, soll man nicht sagen. Habe ich jetzt aber trotzdem gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Flips Review.